Hallo, guten Morgen. Ja, ich bin wieder da. Ich habe jetzt 3 Tage nichts gemacht, nichts bewerkt, weil ich bereite mich gerade auf was vor. Ich habe ein Projekt, hat auch was mit dem Kanal zu tun, aber sage ich erstmal nicht. So, ich habe auf jeden Fall jetzt so ein bisschen aufgerüstet. Das seht ihr hier so, yeah. Mein, ja, es hat was mit Voice zu tun und so weiter. So ein Channel Strip. Das war immer so unter der. Zu leise war das jetzt. Ich muss mal gucken, dass ich alles ein bisschen lauter kriege. Ich muss das aber alles noch so ein bisschen feintunen und einstellen. Vielleicht gehe ich da noch mal hier ein klein bisschen runter mit der Stimme. Das werden wir jetzt sehen. Okay. Bossa? Bosa? Bozza? Bozza? Intro? Bossa. Bossa würde ich sagen. Intro. Okay. Legen wir los. Ja, Moment, hier. Ich hab's geschafft, Mama, Geld auf der Bank, Mama. Ich hab's geschafft, Mama, Geld auf der Bank, Mama. Also eine Mama-Nummer. Ja gut, die sind ja alle jünger. Ich meine, ich darf nicht von mir ausgehen, die sind alle jünger. Da ist man noch schon eher noch so, hat es viel mehr Bedeutung. Klar, die Eltern. Doch ich weiß nicht, überlebe ich diese Nacht, Mama. Guten Morgen, Mama. Zu viele Sorgen, Mama. Was am Koksen, Alter. Doch ich weiß nicht, überlebe ich diese Nacht, Mama. Guten Morgen. Das ist richtig schlimm. Koks ist richtig schlimm, vor allem psychisch, ja, auch wenn man runterkommt und so von Koks oder so, ne? Also ich habe auch von Heroin von Koks runtergekommen und psychisch schlimmerer ist wirklich Koks und Heroin ist so körperlich mehr schlimmer. So habe ich das auf jeden Fall erlebt. Sorgen, Mama, zu viele Sorgen, Mama. Warum bin ich noch nicht gestorben, Mama? Hamburg 98, back in the days. Okay. Ich träumte von einem besseren Leben. Doch es wird nie wieder ein besseres geben. Und heute weint die ganze Stadt, wenn ich gehe. Hast du schon. Muss nicht gehen. Bleib doch hier, gell? Ja. Doch es wird nie wieder ein besseres geben. Und heute weint die ganze Stadt, wenn ich gehe. Hast du Champagner am Glas kleben, Piranhas am Arsch? Wir waren nur Straße, aber wir waren nicht Stars. Wer brachte euren Arsch in die Charts? Und wenn ich will, landet ihr da, wo ihr wart, mit einer Nadel im Arm. Sieht gleich ganz anders aus, wenn er eine Brille anhat. So irgendwie, da sieht er richtig intellektuell aus. Ich habe so ein Interview von ihm gesehen, so, ne? Und da hat er auch gerappt. Das war richtig, richtig geil. Und so bin ich halt drauf aufmerksam geworden. Ich hab's euch prophezeit, ihr seid den Tod geweiht. Lass ich meine inneren Dämonen frei. Scheiß auf Millionen Hype und Modestyle. Schön wisst, wenn ihr eure eigenen Strophen schreibt. Bring mir Cornflakes, Oreos, sitze. Okay. Ja, dann habe ich auch nochmal ein Interview mit Sido gesehen, der hat den auch erwähnt und da habe ich gesucht, gesucht, ich wusste nicht, wie man das schreibt und so und jetzt habe ich ihn bei Fridays 0 Uhr gesehen, also das ist so bei mir der Weg, wenn ich jemanden für mich so entdecke, wo mich interessiert, ja. Lamborghini, so drauf, so Haus, Pool voller Bellini. Meine Bitch hat Doppel-D in einem zu knappen Bikini. Auf dem Fanus-Foto von dem Hurensohn Zivi. Ruf mich an. Könnte mehr draufhauen, so auf die Fresse irgendwie so. Ich finde, das fehlt ein bisschen bei ihm. Also so bei dem Interview irgendwie, da hat er mehr gerappt, so mehr boah, so, ne? Mehr so nach vorne. Ja, finde ich. Wenn du Hits brauchst, ruf mich, wenn du Alben brauchst, ruf mich, wenn deine Alte was zwischen ihre Beine braucht. Lukas. Was? Ja, da rufen auch alle an. Ja. Okay. Wenn ich Scheine brauch, wenn ich weiß, es braucht Thailand, wenn ihr Scheiße baut, endet ihr in einem Leichenhaus. Von meinem ersten Geld kaufte ich mir ein Benz. Von meinem zweiten Geld kaufte ich mir eine Cuban. Von meinem dritten eine Waffe und ein paar Kugeln und der Rest. Okay, was hat er vor? Ich verstehe jetzt nicht so ganz den Song. Real ist er wahrscheinlich nicht von ihm. Ich weiß es nicht, was er da jetzt gerade rappt, so irgendwie. Reichte gerade so für Blumen. Ich hab es dir versprochen. Ich hol mir deinen Arsch, hol mir mein ganzes Geld zurück. Ich will die Kohle im Bar. Niemand wird dir helfen können. Ich schwöre bei Gott, legst du mir Steine in den Weg, leg ich dir Rosen ans Grab. Das Schlimme an dem Scheiß Koks ist, du kannst irgendwie nicht aufhören, hey. Und da hast du so irrsinnige Gedanken und kannst nicht aufhören und so. Das ist echt schlimm. So, echt, echt schlimm. Ich bin Britney ohne Haare.
nie voll auf Nase, wie Falco in dem Auto an dem Ende seiner Tage. Okay, Britney Spears und Falco hat er jetzt gleich in einem. Okay. Bist du wirklich drauf oder was ist los mit dir? Oder rappt er das jetzt nur? Ich bin Kurt Cobain, Prince Purple Rain, Nas T wie Charlie Sheen, Hip-Hop Hooray. Ich bin Pete Doherty, vor der Therapie. Amy, Slim Shady, Juice with Lil Peep, XXX, Tentation, das Glas. Ja, jetzt verstehe ich nicht so ganz, wenn die aufzählt, weil die alle auch drauf waren oder so. Ich pop eine Mali und smoke das Gras, ständig nur auf Gift, Anna Nicole Smith, früher tot, Überdosis, Janis Joplin. Ich bin Jackson, Hendrix, Presley, Mac Miller, wenn ich sterbe im Jacuzzi meiner Villa. Okay. Ja, also, erst Jimi Hendrix und Janis Joplin und so weiter. Ich verstehe es nicht so ganz, wegen den Drogen oder so, also musikalisch Janis Joplin und Jimi Hendrix würde ich mich nie irgendwie vergleichen. Echt nicht. So als Künstler. Ich bin Bowser nach deinen Tagen, taumel durch die Straßen. Diego Maradona, ich brauch nicht mehr zu schlafen. Keith Banger, Heath Ledger, Marilyn Monroe. Avicii, Habibi, vielleicht bin ich morgen tot. Ja, wer weiß, gell? Ich weiß nicht, mir fehlt so ein bisschen. Vielleicht habe ich den Kopfhörer auch zu leise irgendwie an. Ja, ist eine ruhigere Nummer, finde ich. Mir persönlich fehlt da so ein bisschen die Power, so das Ding nach vorne mehr so oder in die Fresse mehr so. Das. Ich muss mal gucken. Ja, ist jetzt auch zu Ende. Ist halt immer blöd, wenn ich jetzt das Intro, das Outro lasse irgendwie. Jetzt nehmen wir den da als Bild, ja. Je nach Verwertungsgesellschaft, dann muss ich das gleich. Ach, schöner Geldschein. Ja. Okay, also mein erster Bozza. Und, ja, war okay. Aber ich hatte ich bring das vielleicht mal so, da sind wir. Ich hatte so andere, da waren so Interviews, da war er auch zu zweit, die waren zu zweit irgendwie und da hat er gerappt, so live, so fand ich viel geiler, so irgendwie, muss ich echt sagen. Okay, also, hey, bleibt dran und wenn ihr wollt, lasst ein Abo da, davon lebt der Kanal, bitte, bitte, Daumen irgendwie. So, wäre nett. Danke. Tschüss.